Der letzten Episode. Yes, du kannst ja schön auf und ab rennen, Junge. Also wir müssen heute auf jeden Fall Feuerchen machen. Schon schön, wie man da einfach mal in einen Bären reinspawnt. Ach, guck mal, ein Rucksack hier hinten kann doch ein Rucksack sein. Nee. Willst du mich verarschen? Das ist ja der Hammer. Wahrscheinlich ist er leer, aber trotzdem ist das der Hammer. Gibt es die im Interloper doch? Hier gekürzten Ziegel kannst du haben. Entschuldigung, ich muss es probieren. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus. In der Episode 17 sind wir mit dem vierten Jungen inzwischen. Also was heißt inzwischen? Das ist schon ein eher ein stabiler Junge. Der fällt nicht ganz so leicht um. Wie sind das hier? Warte mal, ich gucke mir das mal so an. Ja, Reparatur bringt fast nichts. Wir haben ja gesagt, hier Jeans vielleicht 0,3 Grad. Ja, ist auf dem Level wie das Hockey-Trikot halt von der Reparatur her. Und die Unterwäsche. Ja, okay, dann lohnt sich das schon. Okay. Da ist nur sowas drin. Okay. Was, wie viel Stoff war das jetzt wieder? Nicht viel, tatsächlich. Nicht viel. Okay. Was sagt generell das Inventar? Warte mal. Ich lasse gerade noch das Nähzeug da. Wenn ich jetzt schon hier oben bin. Die Lupen, die nehmen wir mit zum Kartieren. Ich weiß nicht, ob wir so viele Tees brauchen. Wir machen jetzt eher nur eine kleine Reise. Da ist das noch nicht so notwendig. Genau, 4 von denen, das reicht. 2 Hagebutten-Tees brauchen wir eigentlich auch nicht. Möchte ich mir, um ehrlich zu sein, auch aufheben, weil das hat ja den Vitamin C, ist ja noch das Thema, das uns eventuell auf uns zukommt. Warte mal, wir lassen noch was Antiseptikum da. Beziehungsweise, nee, wenn wir hier sind, nehmen wir das Antiseptikum. Wenn wir unterwegs sind, nehmen wir die Bartflechtenverbände mit Hashtag Gewicht. 2 Kohlen ist okay. Kleidung nehmen wir natürlich so mit, wie es ist. Wir haben hier noch immer noch viele Kaffees und Tees. Gut, wir müssen eh mal raus. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Blizzard auch gerade erst durch. Gut, da ich aber das Spiel neu reingeladen hat, kann es auch sein, dass das Spiel wieder was ganz anderes entscheidet. Weiß man nicht. So, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen, ja, da müsste man noch mal bekochen, okay. Die Eicheln, weiß ich jetzt nicht, hebt man erstmal auf. So. Willst du noch mal trinken? Nee, das passt. Okay, dann gehen wir auf den Turm. Das ist unsere Hauptwaffe. Eher spartanischer Natur, aber das ist jetzt halt erst noch mal das Thema. Das wird natürlich interessanter, wenn wir dann mal zum Schmieden kommen. Das dauert aber noch. Ich möchte erst hier noch ein bisschen unterwegs sein. Und erstmal noch ein paar Dinge abgehen. Auf die Lupe spekuliere ich ja immer noch. Okay. Tja, die schönen Äste. Dauert zu lang. So, wie sieht das hier aus mit Kaninchen? Anscheinend nichts, okay. War mal schon entleert. Manches Mal wollen sie halt auch nicht. Okay, komm, wir müssen mal ein bisschen rennen. Temperatura nähert sich schon wieder dem Ende. Wie ist das eigentlich? Minus 10 Grad, okay.
Wir laufen jetzt erstmal noch ein Stück, dass der Junge erstmal wieder Luft bekommt sozusagen. Dann will ich mal gucken, ob sich da dieses Temperaturempfinden ändert. Also ob du durch Rennen wärmer wirst. Minus 11, okay. Echt nur 1 Grad. Also wenn ich renne, dann habe ich immer das Gefühl, es ist irgendwie gefühlt 20 Grad wärmer. Ja, anscheinend ist es tatsächlich echt nur 1 Grad. Ich bin halt sehr effizient. Can't feel my feet. Schon. Junge, schon. Mach dich mal 1 Grad wärmer. Ich höre nichts, gar kann. Das Schneehuhn, was da oben an der Decke klebt, ist auch nicht mehr dort. Na, hier oben ist er natürlich durch den Wind gleich noch ein bisschen kühler. Ich kann doch so rennen, so reden, wenn ich renne. Die unbeliebte Spezies. Ja, ich weiß, aber wir müssen uns erstmal warm machen. Dass wir das erstmal aushalten. Aussichtspunkt. Na dann mach mal. Sehr schön. Gut. Da hast du auf jeden Fall die Rohrkolbenstängel alle schön sorgfältig eingezeichnet. Gut, hier ist leider nicht mehr zu holen. Wir waren hier schon. Es gibt eine Mod, die diese Begrünung oder Beweisung der Bäume danach reguliert, was für Wetter ist. Aber das finde ich jetzt nicht so hundertprozentig intuitiv. Also es ist, was halt cool ist, ist halt, wenn es schneit, werden die halt weißer, noch viel weißer sozusagen. Und wenn dann Sonnentag ist, dann werden die halt wieder grün. Das sieht dann teilweise schon ein bisschen schräg aus, wenn man sich überlegt, dass es minus 20 Grad sind. Ich meine, klar, bei kaltem Wetter sublimiert Schnee ja trotzdem. Also das heißt, wenn du unter 0 Grad bist, gibt es ja die flüssige Phase nicht mehr. Es gibt nur noch gasförmig und fest. Der Übergang ist dann halt Sublimation von fest zu gasförmig. Andersrum weiß ich gar nicht, wie das dann heißt. So, also das heißt, hier nix. Kaninchen, / Schneehuhn. Ist das eigentlich hier unten? Wir waren nämlich, glaube ich, noch nicht hier unten, oder? Emmerwolf gehört, ich habe leider nicht darauf geachtet, wo er ist. Man hört nichts. Es ist gerade auch nicht ganz so kalt, deswegen kann man eine Sekunde mal warten. Also es ist hier wohl kein Wolf, oder was? Also von drüben haben wir ja keinen gesehen, wo wir ja hinwärts gelaufen sind zum Turm. Nö, gerade nicht, okay. Ja, hier ist zumindest eine Feder. Ah ja, ein blaues Werkzeugset, nice. Ein Buch, was wir verbrennen können und eine leere Leiche. Okay, müssen wir die Feder. Ja, hier sind nämlich drüben sind noch mehr. Okay, hier ist nun in Anführungsstrichen nur ein Hirsch.
Okay, das Interessante ist ja hier, ach, eine ganze Stunde, echt. Mist, muss ich jetzt echt ein Streichholz dafür opfern? Okay, wir machen das. Das Wetter ist gerade ruhig, deswegen hoffe ich mal, dass wir das hinkriegen. Lass ihn erstmal antauen. Mit drei Stöcken, echt, also wir haben Kohlen dabei, stimmt, genau. Brandbeschleuniger. Ja, komm, gib. Jetzt hier nicht ewig stehen. Machst du mal gleich eine Kohle drauf. Ja, dann wird es auf jeden Fall warm genug. Okay. 15 Minuten. So. Das haust du gleich mal drauf. 33 Minuten. Okay, da kommen wir auf jeden Fall hin. Ist immer noch eine Stunde. Wie sagt der Skill? Ich glaube, das ist skilltechnisch noch nicht wirklich herausragend. Wie du was? Da hat sich noch gar nichts mit Prozenten getan, echt. Gut, dann ein Darm. Dann ein Darm. Es sieht schon wieder nach Blizzard aus, echt. Ist immer noch eine Stunde, okay. Wie lange braucht das? Viertelstunde, okay. Ja, komm, mach's mal drauf. Halbe Stunde, komm. Komm. Ich hoffe, das ist dann warm genug geworden. 28%. Ist immer noch eine Stunde, okay. Halt, ja damit. Dann haben wir noch den Hirsch oben am Seeausblick natürlich. Aber wenn hier gerade keine Wölfe sind, ist das natürlich ideal, auch wenn das Wetter echt beschissen aussieht. Das muss man leider sagen. 22% haben wir noch. Kann man wenigstens ein bisschen Wasser machen in der Zeit. Wir haben echt nur einen Topf dabei, okay. Was ist denn, wenn du sagst, das da, so. 9%. Okay. Feuer geht noch eine Stunde, oder auch nicht. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ziehen wir auf jeden Fall mal hoch. Wie ist das jetzt? Es bleibt eine Stunde oder 40 Minuten mit der Hand. Okay, alles klar. Darauf wollte ich eigentlich hin. Wichtigste Item überhaupt. Okay, komm, raus damit. Hallo. Komm her, der Feuerwehr, komm. Ja, was möchte ich mit dem Topf, wenn das Feuer fast aus ist? Hm? Was könnte ich da wollen? Warte, geh erstmal nochmal normal. Geh jetzt nochmal normal. Ich brauche mir das Rennen noch. Das war nicht schlecht. Das Werkzeugset. Na gut, irgendwann wird man es vielleicht brauchen. Wenn das Buch eigentlich direkt verbrennen können. Okay. Ja, es ist jetzt ein, es sieht aus wie ein Reh, aber ich bin mir nicht so sicher, ja. Wir haben auf jeden Fall noch Eicheln, okay? Jetzt wird es so schwer. Na, du wirst eher zu müde, Junge. Hm, ist nur eine, okay. Müffellinie. Das Reh möchte ich jetzt eigentlich nur sehr ungern stören. Okay, Schneehühner sind auch nicht hier. So, also das Fleisch fliegt natürlich hier vorne raus. Nice. Ein paar Kalorien. Und da haben wir noch mehr Därme. So, ja. Wie ist denn das eigentlich? Haben wir dieses Rehfell mitgenommen? Aus dem idyllischen Tal? Nee, haben wir nicht. Okay, anscheinend zumindest. Genau, erstmal die Federn loswerden. Die Holzkohle brauche ich jetzt auch erstmal nicht.
mehr. Wir haben jetzt erstmal kartiert. Es gibt noch irgendwo ein Polaroid, aber das weiß ich jetzt gar nicht auswendig wo. Die Fackeln kommen hinten raus. Genauso wie das Buch. Ansonsten dürften wir eigentlich nicht viel mehr haben. Ist noch gleich warm. Genau. Naja gut, zumindest haben wir schon mal ein Reh hier drin. Das ist schon mal gut. Ja, hier sieht es auch super aus. So, 5 wollten wir mal haben. Stöcke. Und die 2 Fackeln. Die sind noch beide verwendbar. Dann haben wir noch ein Buch, genau. Das ist noch zum Lernen und das haben wir schon gelernt, richtig? Ja, genau. Warte mal, gib mir mal das ganze Fleisch. Ja, ja, ja. Das tun wir mal vor die Tür. Dort mal ein bisschen sammeln. Okay. Reh und Kaninchen. So. Wenn man wüsste, was das Wetter sagt. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal auf den Seeausblick. Wieder rauf. Oh, hier kann ich die steilen Hänge rennen, wo ich das nicht woanders kann. Ja, ich hoffe, dass wir dort oben noch was bekommen. In Form von Kaninchen oder Schneehühner vor allem. Wäre eigentlich noch viel wichtiger. Vor allem, wo es auch gerade warm ist, im Windschatten zumindest. Nicht, dass die Schneehühner komplett geflohen sind. Müsste man sich sowieso mal so langsam die ganzen Schneehuhnorte. Ich glaube, die sind nicht auf der Karte, oder? Nee, nur die Kaninchen drin. Ach so, ja, okay. Ja, das sind die fliegenden Kaninchen. Entschuldigung. Nee, wir machen da kein Icon dafür. Ja, hier kann man noch Tannen gewinnen. Da brauchst du erstmal ein bisschen Holz. Ne, die sind auch nicht hier, okay. Haben wir den Hirsch hier schon weggenommen? Ja, anscheinend. Okay. Gut, dann trocknet das in der Höhle, vermutlich. Ne, ist tatsächlich erstmal nichts mehr rauszuholen. Das ist alles ist weg. Außer die Wölfe natürlich. Ja, dann muss man jetzt einfach nur noch ein Momentchen warten und dann sind auch die Wölfe irgendwann perdu, weil die nichts mehr zu essen haben. Leider nicht, okay. Was liegt hier alles? Kaninchen und. Nein, das habe ich aber hoffentlich eingetragen, oder? Yep, alles klar. Gut, da haben wir auf jeden Fall 3 Därme. Unten liegen 4, das sind 7. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben 2 Angelzeuge, das ist okay. Schösslinge, ja, da müssen wir noch auf die Jagd gehen. Es wird heute nichts mehr. Erstens ist das Auge zu matschig. Warte mal, wir warten mal ganz kurz. Ganz auf dem normalen Zustand warten. Ja, wirklich viel Holz ist das auch nicht. Nee, das ist ein Feuer. Keine Feder. Hm. Jetzt kommt der Wind dazu. Wir hauen mal lieber ab. Ja, komm, stürz dich hier runter. Yes. Naja, rate mal, was das jetzt wird. Ja, ich weiß. Ich finde es auch nicht so geil. Mit Ankündigung.
Die Wölfe sind direkt um die Eisfischerhütte. Waren wir auch leider noch nicht. So, wie ist das hier stocktechnisch? Hat sich nichts getan, okay. Aber hier hält man es im Windschatten tatsächlich noch aus. So, dann sieht man wenigstens ein bisschen was vom... Nein, nicht schlafen. Einfach nur warten. Ist tatsächlich warm genug, gar kein Problem. Der Wind hat gedreht, okay. Ja, wir haben jetzt erstmal nichts zu tun. Da bringt es auch nichts. Ich meine, ich könnte jetzt essen und was lernen, natürlich. Ja, ist wieder aufgebaut, okay, gut, alles klar. Das war so nicht zu erwarten. Ja, ich weiß, du kannst heute 10 Stunden schlafen. It's dusk, so night can't be far behind. Cold's making my head feel thick. Wir warten hier mal ein Momentchen. Okay, wir brauchen 605, wir haben Aurora, 675 Kalorien. Gut, 48. Das sind dann 570. Das ist nochmal 518. Dann nimmst du das noch, alles klar. Das ist aber noch nicht offiziell. Echt? Die Bärenaktivität rund um die Region Rätselsee ist ausgeprägt. Obwohl eine Interaktion mit Menschen sehr gering ausfällt, das ist in dieser Jahreszeit zu erwarten. Basiert auf den verfügbaren Daten können wir keine Schlussfolgerung ziehen, weil wir nichts aufgeschrieben haben. So, Junge, du bist ja ziemlich im Eimer. Mehr als ziemlich im Eimer tatsächlich. So, dann hoffe ich, dass wir da dann noch was draus lernen können. Mal gucken, ob am Ende noch was übrig bleibt. Mehr als 10 Stunden gibt es eh nicht. Und das reicht auch von den Prozenten. Das reicht so nicht, okay. Dann isst jetzt einfach einen Rohrkolbenstängel. Wie sauber zu entwarten? Na gut, da ist es nur eine Stunde, aber dann ist es halt zumindest eine Stunde. Ist eh noch zu kalt draußen, also von daher kann man auch warten. Hallo Blizzard. Gut, dass wir gewartet haben. So, gut, dann was machen wir jetzt? Ich weiß, was wir machen. Wir haben Zeit. So, da haben wir auf jeden Fall mal nichts mehr zum drüberfallen. Und wie, der dauert nur 45 Minuten, weil der anders liegt, oder was? Okay. Weiß nicht, warum der eine Stuhl 2 Stunden braucht. Oh, den Tisch kriegst du eh nur mit dem Hammer. Gut, Blizzard ist durch. Ja, ich weiß, du bist hungrig. Wir können es leider nicht ändern. Wir schauen jetzt mal. Wahrscheinlich müssen wir erstmal gucken, was das Wetter sagt. Ja, das ist noch sehr, sehr stürmisch. Das ist leider noch nichts. Ja, wir nehmen mal einen Topf mit. Altholz. Altholz liegt hier. Es fliegt mal gesammelt raus. Gut. Wir warten mal ganz kurz. Na, ist immer noch sehr, sehr stürmisch, okay? Naja. Ja, es gab mal eine Mod vor Urzeiten, wo man diese Fische wieder abpflücken konnte und essen konnte. Das ist natürlich schon irgendwie witzig wieder. So, reicht. Habe ich jetzt Escape gedrückt oder nicht? Oder war das jetzt irgendwie das Spiel? Oh ja, Sonnenschein. 2 Stunden 15 wollte ich gerade sagen. 2 Liter, 2,15 Liter. Ja, das reicht, aber wir nehmen wieder eine Kohle mit. Ja, wobei, wir haben ein paar Kohlen. Nee, komm, wir nehmen eine Kohle mit. Das muss reichen.
trinkst erst noch mal. Dann gehen wir jetzt mal zu Jeremiah rüber. 25 Kilo. Na ja, gut. Was willst du machen? Ray hat den Blizzard überlebt. Sagt nicht, Temperatur. Minus 5, okay. Dann geben wir mal Gas, solange hier es noch nicht gerade zu kalt ist. Das weiß man ein bisschen Boden gewinnen. Vielleicht kommen wir in einem Rutsch rüber. Minus 2. Okay, also gut, das war jetzt Windschatten. Immer noch minus 2, okay. Ja, die Bunker-Location hier, die frühere, der war ja, glaube ich, mal hier. Die war mal besonders beliebt, weil du natürlich den extrem kurzen Weg zum Lagerbüro hattest. Zum Ausräumen natürlich, ja klar. Was denn sonst? Okay, ich sehe rechts unten keinen Wolf. Ich höre von links unten keinen Wolf. Wir schauen uns das mal an. Visuelle Bestätigung nennt sich das. Sofern es denn klappt. Ja, genau. Das ist mich gar nicht so einfach, hier lang zu laufen. Gut, visuelle Bestätigung. Deswegen macht man die. Das heißt, wir müssen hier lang. Irgendwie. Ich höre irgendwo Krähen. Ah ja, da sieht man sie, okay. Was haben wir hier? Eine Leiche. Das ist der vom Totenholz, der Wolf. Hä? Ich dachte, das war das, die Abdrücke vom Reh. So, wir hatten ja 5 Kilo frei. Aber immer noch so sehr auf der Lupe. Da wäre so ein Wetter wäre echt super. Irgendwo eine günstige Ecke suchen und dann ein bisschen kokeln. Ja, komm hoch mit dir. Alles geschafft, gut. Ich will mal hier rein. Wir haben hier ein To-Do. Okay. Vielleicht sollte ich das unter To-Do machen? Wahrscheinlich. Wir haben hier das tote Holz. Wo wir noch nicht vorbei konnten. Wahrscheinlich ist bei Max genau dasselbe. Das ist immer so üblicherweise dieselbe Problematik. Ach, wir haben den Bär hier. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Dann hat bei uns hier mal Jeremiah tatsächlich einen Nutzen. Und Kaninchen natürlich. Das ist die Bambi Extreme Version sozusagen. Ja, also ich weiß gar nicht, warum die Angst haben vor einem Bären. Der jagt ja gar nichts, weißt du, der stapft ja nur rum. Das fehlt ein bisschen. Ja, okay.
Oh ja. Elch sieht hier nicht aus, tatsächlich. Hatten wir aber auch gar nicht vor dem Damm gesehen. Nee, doch hatten wir, stimmt. Stimmt, wir hatten das vor dem Damm. Halt. Und ja, ich sollte vielleicht die Locations auch festhalten. Oh, also speziell auch Elch ist halt wichtig. Das nehmen wir mal die 1. Bär, weiß ich jetzt nicht. Also Bären haben wir wirklich sehr viele bisher. Also wir haben hier den wahrscheinlich noch. Es gibt hier noch zwei weitere. So muss man das sagen. Also kann noch zwei weitere geben. Namenloser Teich und die Rodungsfläche. Kein Reh hier. Hundefutter, naja gut. Wenigstens wirst du nicht unglücklich dadurch, Junge. Also früher gab es hier einen Rehkater, aber der scheint aber nicht mehr da zu sein. Da oben gibt es auf jeden Fall Birkenschösslinge. Wieso renne ich eigentlich noch mehr? Ist gar nicht notwendig. Wir bleiben heute auch hier. Ich meine, wer könnte noch pushen über den namenlosen Teich zu der Hütte dahinter? Aber da hast du halt nicht so wirklich viel. Hier könnte man noch gucken, dass man Kaninchen jagt. Also hier speziell da oben. Sofern sie da sind, natürlich nur. Scheint aber nicht so zu sein. 5 gleich, echt. Ja, ich hoffe, wir finden auch noch einen Ahornschössling. Da ist eins. Es fröstelt den Jura, es wird gerade bewölkt. Nee, ist nur das ein, oder? Hör ich irgendwo noch ein zweites? Ja, tatsächlich, okay. Ist doch richtig gehört. Halt, da war's doch. Verdammte Scheißkaninchen. Ich weiß nicht, warum das bei mir so schwierig ist mit den Kaninchen. Ich habe irgendwie nur so ein Minimalstfenster, wo ich die Kaninchen nehmen kann. Das andere ist da hinten, okay. Wieso ist der Stein so eine Kurve geflogen? Na, ist gleich wieder beruhigt, alles klar. Jetzt. Hä? Ist verschwunden, der Stein. Ne, da oben liegt. Okay. Das andere auch noch. Man hört es durch den Stein hindurch. Jetzt, okay. Sehr präzise zielen. Mensch, das mit den Steinen. Okay, dann gehen wir vielleicht auch nochmal durch die Höhle. Das ist gar nicht so schlecht. Halt, her damit. Da könnte man nämlich noch ein paar Kohlen holen. Viel können wir mit dem Jungen sowieso nicht mehr anfangen. Die Kaninchen kann man auch nachts zerlegen, das ist kein Problem. Ja, zum Max-Widerstand gehe ich jetzt nicht. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob dort ein Wolf ist. Das lassen wir irgendwann mal. Das heißt, ich schreibe es noch mit auf. So, das reicht als Hinweis. Ich
weiß nicht, wo der Bär ist. Das ist immer sehr, sehr suspekt, wenn man ihn nicht sieht. Halt. Weißt du, dass es da vorne, wenn man da an der Kartenrand entlang geht, eine Stelle geben kann für ein Ahornschößling, aber da kann auch ein Wolf sein. Also nicht. Oh, es ist schön hell. So, nach Milton gehen wir noch nicht rein. Also das möchte nichts triggern. Also zumindest gab es das mal eine Weile, dass die Dinge zerfallen beginnen erst, wenn man dort ist. Ich weiß aber nicht, das kann sein, dass sie das geändert haben, aber aus lauter Gewohnheit mache ich es trotzdem nicht. Ja, cool. Sehr schön. Aber du hältst die Klappe und schleppst. Du darfst schon schnaufen die ganze Zeit. Und, gibt's hier was? Nee, gibt's nicht. So, wie sieht das hier aus? Es scheint alles sehr leer zu sein. Da vorne liegt auf jeden Fall noch eine Kohle. Sogar. Kommt da noch was? Oder sind wir dann fast durch? Ja, es kommen noch ein paar Kohlen. Okay, sonst nichts. Gut, zumindest bist du nicht ganz so ausgematscht wie am letzten Tag. Da ist noch eine Kohle. Ja, ja, wir müssen da leider durch. Wir müssen die alle mitnehmen. Und da geht's dann raus, richtig? Genau. Da kommt dann gewöhnlich nichts mehr. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir sollten nicht zu spät in Jeremias Hütte gehen, sonst wird es wieder zu finster. Aber dafür reicht's noch. Der Junge schleicht eh nur noch ein bisschen rum. Du kriegst aber trotzdem nur wieder deine 10 Stunden. Wie immer, wir werden wahrscheinlich kurz den Grill anwerfen müssen. Kommen wir leider nicht drum rum. Damit wir was zu essen haben. Ich bin mal gespannt, wie viel Fleisch das gibt, aber da könnte man wahrscheinlich schon rumkommen. Es bleibt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen übrig. Licht, Junge. Tja. Leider nichts. Ah, das kannst du nur noch auseinandernehmen. Da hat schon jemand die Holzkohle rausgenommen, anscheinend. So, Rätselsee. Wir sind gleich wieder zurück. Ja, was hast du irgendwas mit deinen Pupillen, Junge? Oh, wir kommen. Nicht so schnell, bitte. Ja, also
Ich kann da auch gar nicht mehr. Man sieht den Bär nicht, okay. Ich kann da auch gar nicht mehr drücken, um die Region zu wechseln. Irgendwie geht der Junge nur noch direkt selber durch. Er möchte das selber steuern. Ja, das passt ja mit dem Gegenwinter noch besser zu dir, Junge. Nee, nicht so schnell, bitte. Da liegen sie. So, jetzt ist der Bär wahrscheinlich, ja, da kommt er. Oh, geil, das ist ja genau für mich. Mal gucken, ob er umdreht. Wo ist er? Hä? Ah doch, da unten ist er, okay. Was? Ja, man sieht es nicht, okay. Edge, Junge. Ah, hier ist es auch hell, okay. Gut. Ja, okay, dann verbrennen wir das. Ein Verband, das ist gut. So, Limo. Ketchup-Chips, Spitzenpfirsiche. Noch ein Nähzeug und dann schauen wir mal in den Safe. Bald, das war kurz vor der 15. Vierzig irgendwo. Ja, Junge, da kannst du schnaufen. Endlich wieder. 39, okay. Und vor der 25. So viel Zeug, yes, habe ich alles gefunden. Jeans und Bargeld. Der amerikanische Traum. Ja, was auch immer. Die Dose, weiß ich jetzt nicht, was ich damit soll. Wir haben auf jeden Fall Stoff, das ist gut. Yes, yes, Leute, yes. I could use this. Ja, das können wir tatsächlich verwenden. Das lohnt sich dann schon allein deswegen. Ist jetzt nicht das Wetter dafür, aber in der Zukunft definitiv. Sollen wir schon mal ansetzen? Ne, wir nehmen erstmal auseinander. Erstmal holen wir das Fleisch raus. Ja, okay, 19 Minuten. Natürlich jetzt auch nicht ewig hier rummachen. Und das bitte auch. Ja, da kommt tatsächlich was zusammen. Ja, dann machen wir das vielleicht noch in der nächsten Folge. Abkochen. Den Rest noch von den Kaninchen zerlegen. Das kann ich dann schon mal eintragen, weil das schleppen wir natürlich nicht durch die Gegend. Nice. Da kommt mal so langsam was zusammen. Jetzt haben wir eine Lupe. Gut. Fehlt nur noch das Brecheisen. Cool. Sehr schön. Ja, dann werden wir die Kaninchen auseinandernehmen und versuchen weiter unsere Rätselsee-Rundreise über den namenlosen Teich und so weiter fortzuführen. Genau. Und ja, ich werde jetzt auch noch die 5 Schösslinge rauswerfen. Weil das ist ja auch wieder so ein Ding, was man dann mit sich rumschleppt. So. Und genau, dann heißt es, mal gucken, ob wir das Brecheisen noch im Rätselsee finden. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao.